Willkommen. Hier, das muss ich leider abdunkeln, weil sonst stehe ich immer im Str. Deswegen muss ich hier schwarz machen. So, aber ansonsten ist es prima. Ist irgendwie eine Fehlkonstruktion. Gut. Heute geht's, will ich schnell weitermachen in diesem Setup, was wir aufgespannt haben in den ersten 2 Stunden. Heute geht es um den Gegenpol zur Architektur, das, was wir Design nennen oder ich Design nenne, in strengem Kontrast zur Architektur. Wir kennen das aus den Modellern. Sie kennen in Blender diesen Edit Mode, darum geht es heute. Das heißt, es geht um das Designen in der Zeit, um Bewegungsabläufe, deren Spuren und so weiter. Und damit korrespondieren die Grammatiken. Das ist eine Modellierungstechnik von zweien, die es überhaupt nur gibt. So. Und das werde ich Ihnen heute zeigen, wie das im Detail funktioniert und das auch kontextualisieren in dem kulturellen Rahmenbedingungen, die es im 18. und 19. Jahrhundert gab. Und wir werden das an einem Gebäude von Durand exemplifizieren, wie das geht. Auch die Übung wird eine solche kleine Grammatik sein. Das werde ich Ihnen heute alles vorführen. Der Kontrast dazu ist, dass Sie, was ich denke, was Architektur ist, das ist das Positionieren von Elementen im Raum, von Zeitkapseln im Raum. Das ist der Object Mode in Blender. Und das ist das, was wir heute vermutlich als zweites Modellierungsparadigma kennen, was wir als Parametrik kennen. So, das Problem mit diesen Begriffen, sowohl mit der Grammatik als auch mit der Parametrik, ist, dass sie beide sehr kurz greifen. Also zum Beispiel nicht mit der Zeit und mit dem Raum das unterscheiden, das jeweils zuordnen. Dass also eine Grammatik in der Bewegung ist, eine Parametrik eine Besitznahme von Raum. So, das wird so nicht gesehen, sondern es geht immer, also ich erzähle Ihnen ja, dass das immer gekrümmte Raumzeitkapseln sind. Das ist all das, was hier ist, und die sind lebendig und in der Technik heute elektrisch lebendig und miteinander vernetzt und so weiter und arbeiten wie so ein Planetensystem. So, das heißt, es ist ein kompliziertes, dreidimensionales Gebilde. Und das, was wir in der Diskussion haben, zum Beispiel in der technischen Diskussion, was eine Grammatik und was eine Parametrik ist, zum Beispiel der Parametrismus von Schumacher, ist nichts weiter, als dass sie von diesem komplexen raumzeitlichen Gebilde eine Projektion auf die Fläche machen. Das ist immer der Schatten von dem. Und deswegen machen sie diese Lebendigkeit dieser Objekte, die in der Lage sind, Raum und Zeit zu kapseln und zu zirkulieren, die töten sie. Das ist wie wenn sie einen Schmetterling wichsen und sagen, okay, schöner Schmetterling, aber der fliegt halt nicht mehr. So, und das sind die Diskussionen. Grammatiken sind der Linguistic Term, wie man das zum Beispiel im Poststrukturalismus oder so diese Begriffe über den Humanisten oder wie wir das auch in der Postmoderne kennen und so weiter. Oder das, was sie von zum Beispiel Latour ist jemand, der sehr prominent bei uns immer referenziert wird. Das sind, wenn man mit Latour diese Schatten verfolgt oder diese Positivierung von Daten, das sind immer die Schatten von dem, was eigentlich das Interessante ist. Das eigentlich Interessante ist ein komplexes raumzeitliches Gebilde, Raumzeitkapseln. Und weil das immer so kompliziert ist, sagt man, ja, aber man kann auch die Schatten sehen. Ja? So sind die Diskussionen. Und deswegen will ich Ihnen das auch, ich möchte Ihnen schmackhaft machen, in dieser neuen Art zu denken. So, nichtsdestotrotz gibt es zwei verschiedene Methoden zum Modellieren. Wir werden heute mit den Grammatikern arbeiten, weil die CAD-Systeme auch nur räumliche Paradigmen haben. Deswegen ist das so schwierig zu unterscheiden, warum ist der Edit Mode in der Zeit und der Object Mode im Raum, obwohl die doch eigentlich sich gleich verhalten. Ist ja schwierig zu verstehen. Das liegt alles daran, dass wir eine Dominanz geben in dieses räumliche Paradigma und es ist schwierig, das zu unterscheiden in den Tools. Deswegen kann man auch nur, es ist überhaupt nicht naheliegend, also
in einem normalen CAD-System kann man überhaupt gar keine Grammatik machen. Also das, was ich Ihnen jetzt zeige, kann man nur kodieren. Und das könnte man natürlich mit Skripten und so weiter in einem CAD-System hinkriegen irgendwie, aber es ist nicht, überhaupt nicht naheliegend. Und ich werde Ihnen jetzt zeigen, dass es sehr elegant ist, Häuser so zu bauen. Und dass es adäquat ist, um die Gebäude des 18. und 19. Jahrhunderts zu beschreiben. Mit wenigen Zeilen Code oder mit wenigen Zahlen das bestimmt. Und wie das zusammenhängt, will ich heute beschreiben. Also, und es geht wieder schneller, als Sie es verfolgen können. So, darum geht es nicht. Ich zeige Ihnen wieder den Code. Und das, Sie können das ja nachträglich nochmal angucken. Er ist online, Sie können den runterladen und damit mitarbeiten. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass Sie den roten Faden von der Diskussion bekommen. Es ist nicht so, dass ich das so erzähle, dass Sie Schritt für Schritt das lernen können und nachvollziehen können. Es ist immer so, ich schmeiße Sie rein und Sie müssen, weil Sie das häufig tun, schwimmen lernen mit der Zeit und kriegen das allmählich raus, worum es geht. Weil Sie für das Lernen des Codens, aktives Coden, können Sie nicht neben Ihrem Architekturstudium machen. Das dauert Vollzeit 2, 3 Jahre. Also alles andere ist ein Märchen. Sie wissen, wie das mit dem Code ist. Ich kann jede Funktion auf einen Knopf bringen. Das heißt, ich kann Ihnen auf jeden Fall auch jetzt so eine Grammatik so einfach darstellen, dass Sie das in 10 Minuten lernen können. Aber dann haben Sie nichts gelernt, sondern Sie haben nur 3 Knöpfe drücken gelernt. Und natürlich kann der Computer das. Deswegen sage ich auch immer, das mit den Smartphones und mit der Maschinenintelligenz, wir meinen immer, wir würden die Computer verstehen und jeder meint, er könnte das alles. Es ist so, dass die Computer uns verstehen. Und immer sagen, was möchtest du denn gerne? Und ich kenne dich und ich weiß, was du magst. So, die Computer lernen uns mit den einfachen Interfaces, nicht wir sie. Und deswegen gibt es auch Tutorials für bestimmte Dinge in der Architektur und so weiter. Die kann man immer auf einen Knopf bringen, wenn man möchte. Man kann auch 5 Knöpfe machen. Oder damit das nicht so aussieht, als würde man einem was vorgaukeln, dass man das könnte, kann man auch 10 Knöpfe machen. Das ist alles nicht der Kern der Sache. Wenn Sie lernen wollen, ist das so, wie wenn Sie Chinesisch lernen wollen. Es dauert einfach 2 Jahre, bis irgendwas kommt. Und darunter habe ich nie erlebt. Alles andere sind Märchen. Ja? Also mit 3 Knöpfen können Sie einen Roboter bestimmen, das geht alles, oder einen 3D-Drucker und so weiter, aber da haben Sie mit Computer nichts zu tun. Der Computer sagt, Dankeschön, ich weiß, was du willst. So, das ist ungefähr die Rhetorik, die wir immer haben. Und also, das ist in Zusammenfassung. Ja, das fängt ja gut an. In diesem File, das können Sie runterladen, da ist im Anhang hier Code und den müssen Sie evaluieren, damit das alles läuft. Also das ist die Grammatik für Durand. Und Sie sehen, das habe ich grau hinterlegt. Das geht ja immer, indem Sie hier sagen, es ist das ist Initialization Cell. So, und all diese grau hinterlegten, und davon habe ich hier eine Reihe, die habe ich hier unten zusammengefügt, die werden evaluiert und das müssen Sie vorher tun, bevor das alles funktioniert, müssen Sie sagen, die Initialisierungszellen sollen alle laufen am Anfang und dann steht hier Running, bis er fertig ist und dann ist er bereit, das zu tun, was ich erwarte. So, hier waren wir. Also diese Raumzeitkapseln. Und wir haben geredet über die Intelligenz und diese the precious pieces of time.
So möchte ich das gerne sehen. Und dass Intelligenz rundherum sowas ist, wie es regnet. So dass es da ist. Alles gekapselte Raumzeitkapseln. So, und die reden miteinander. Wie regen. Alles ist intelligent. So stelle ich mir das vor. Das Bild kommt von Michel Serres. So, wir hatten hier diesen Unterschied zwischen Tag und Nacht gemacht, um das Ihnen plausibel zu machen als Denkfigur. Es gibt ja keine Ursache-Wirkung in der Diskussion, wie ich das mache, sondern es ist ein Hilfsmittel, um zu denken und eine Mechanik, um schnell zu denken. Und die bewegt sich. Und deswegen braucht man starke Begriffe, die sich drehen können, um Stabilität zu bekommen in dem Planetensystem der Begriffe. So, es gibt keinen Grund, also keine Grundlage und keine Ursache. Deswegen sind diese Begriffe so wichtig und auch diese Paare, weil die sich drehen können in den Argumenten. Das ist eine Mechanik als Denkbeschleuniger. So, at night at home, in Zusammenfassung vom letzten Mal, you are circled in space, seeing time in repetitions to analyze the origin of space. Und Sie sehen, wie das in Vers jeweils ist. A day out there, you are lined up in time, hearing the spatial synchronicity of the elements to explore the right way in time. At night there's engineering and design. So, das sagt keiner. Das muss ich. ich mache das nur. So, at day there's architecture. So, ich sage, 18. bis 19. Jahrhundert gibt es keine Architektur. Es gibt sowas wie Kulturingenieure oder Bauingenieure und so weiter. Es gibt Engineering, aber keine Architektur. Nur um die Dinge klar zu machen. Natürlich gibt es da alles. Also, ich sage, Durand, Semper, Schinkel sind keine Architekten. Nur um es radikal und klar zu machen. Natürlich, so, man muss da einen anderen Begriff für finden, aber es irritiert, sie als Architekten zu bezeichnen. So. Today we talk about last night. The last night, we will not talk about architecture today, but about design and engineering. So, das ist wichtig. Im zweiten Teil unserer Vorlesung, mit der zweiten Übung, sprechen wir dann explizit über Architektur. So, in der Nacht leben wir von den Erinnerungen des letzten Tages. So, at night, you are at home. It's cold outside. You organize your comfy and warm place around the fire. You maintain your life with care. Your life runs in cycles. Time is passing by. In this concentration, you develop engines and technical structures. Your life is on reflection, on education, on control and analysis of everything, including yourself and your psyche, of course, because you have time. The calculus, the engine, legality, the profit, the taxes, La Belle and the Beauty and the Beast, the logic of thoughts, studies and hysteria and so on. Psychoanalyse, Freud, Hegel, alles ist da drin. Ja? Sie haben Moby Dick, Frankenstein, Sherlock Holmes. So, das sind die Geschichten aus dem 19. Jahrhundert. So, und die sind alle zur Nacht zu Hause. Und das zirkuliert um das Feuer. Und in Wiederholungen erzeugt sich das, lernt man. Ums Feuer zirkulieren. So, das ist eine Charakterisierung von Klassizismus, Aufklärung, Romantik, also 18. und 19. Jahrhundert, wie immer Sie das nennen. So, diese Memory, so weit waren wir. Die Erinnerungen an den letzten Tag, wie gehen die vonstatten? So, und da gibt es nur einen Moment in der Mathematik, wie das geht, wie man von dem Raum in die Zeit kommen kann. In der Nacht zirkulieren sie in der Zeit und die Erinnerungen sind an den Raum. Also die Erinnerung an den Raum in der Zeit. So, wir haben gesehen, man kann ja nicht hören, was man sagt. Man kann ja nicht hören, was man sagt. Man kann nicht sehen, was man sagt. Und man kann nicht hören, was man zeigt. Es gibt ein
Kriterium, wie das geht. Und Sie sehen das hier an den Nachthimmel. Auf der Sphäre drehen sich, sind Kreise auf der Sphäre. Das ist das einzig Räumliche in der Zeit, in der Nacht. So. Und das, was Sie messen, das ist Ptolemy hier, 1. Jahrhundert, das ist in der Aufklärung wieder das Gleiche. Die messen die Winkel der Sterne. So. Und was sie tun in dieser Zeit ist, man nennt das stereografische Projektion, gucken Sie das in Wikipedia nach. Stereografische Projektion, wie komme ich von der Sphäre, wenn ich hier stehe, auf den Erden, auf die Realität der Erde. So, und das Interessante ist, das ist der Code dafür. Und das hier ist diese Form von Projektion. Ein Kreis auf dieser Sphäre wird von hier aus projiziert und auf die Ebene bleibt immer ein Kreis. So, ich kann das jetzt ein bisschen drehen. Dann sehen Sie hier, das ist immer ein Kreis. Gehen wir nochmal her. So, jetzt haben wir so ein bisschen draußen. Machen wir das ein bisschen runter noch. Hier. Und hier gibt es ein schönes, das ist von Riemann. Aber ich denke, es kann nicht sein, dass ich Ihnen das schon mal gezeigt habe. So, das ist sowas wie die Mechanik des Raumes in der Zeit. Und das, was konserviert wird, was man beobachten kann und memorieren kann, sind die Winkel. Die Winkel bleiben konstant. Das heißt, in der Zeit kann man die Winkeligkeit des Raumes messen. Alles andere, auf alles andere kann man sich nicht verlassen. So, das Gegenfigur, um von der Zeit in den Raum zu kommen, ist dieser Gnomon. Und da ist die Proportionalität der Fläche, die Proportion der Fläche, die Konstante. So, das ist wichtig. Also Sie kommen über den Winkel und das Einzige, was Sie konservieren, ist der Winkel. Das heißt, auf der Fläche haben Sie immer nur kreisförmige Bereiche. Und die müssen es immer ausgrenzen. Und diese sind jeweils irrational. Und es macht größte Schwierigkeiten, auf den nächsten Kreis zu kommen, weil das alles irrational ist. So. Das heißt, das, was Sie konservieren oder erinnern at night, sind nicht Formen, Proportionen oder Länge, aber Winkel. So, das ist wesentlich. Die gesamte Harmonie, zum Beispiel von Pythagoras, auf der Kreis, der ganze Quintenzirkel, wie das anhört und so weiter, das sind alles immer Winkel auf dem Kreis. So gehen die Harmonien in der Musik. Und so weiter. Es ist durchgängig in der gesamten Kultur und es ist konstituierend für alle Mathematik. Und es gibt nur wenige solcher Figuren. Also den Gnomon und diese Form von Projektion, um jeweils von der Zeit in den Raum, von Raum in den Zeit zu kommen. Oder sowas wie die Erinnerung an den letzten Tag oder der Traum der letzten Nacht. So. Und entsprechend ist das jetzt hier so. Das ist jetzt eine Maschine. Und die träumt. So, machines are of circular repetitions in time. Forget about their body in space. It's a spirit, it's a dreams, a ghost, an idea, fired with coal and electricity, which makes a machine create objects in space. So, the machine ist über diese zirkulären Bewegungen, die fiktiv ist, in der Zeit, über Wiederholungen in der Zeit, das definiert die Maschine. Vollkommen sekundär, was das für ein Körper ist. So, und was die dann produziert, ist
Objekte im Raum. Aus denen man wieder Maschinen bauen kann und so weiter. Aber es gibt immer diese zwei Dinge. So, und das heißt, das hier muss man als eine sich wiederholende Bewegung in der Zeit. So, das heißt, die Maschine existiert in der Nacht. Das ist sowas. Die Träume in der letzten, also Memories of the Last Day. Hier, das ist eine Maschine. Ja, und das ist, das heißt, diese Form hier, die dann da rauskommt, ist sowas wie eine Spur der Träume der letzten Nacht. Ja. So, das kennen wir, das macht CAD, macht ein Mimikry auf diese Kreativität. Und das ist Kreativität, kreativ, über diese Drehung da reinzukommen. Und da machen wir Mimikry mit dem CAD drauf, aus rein geometrischer, räumlicher Perspektive. Deswegen ist das so schwierig auseinanderzuhalten, deswegen ist CAD so ein nicht adäquates Werkzeug, um diese Dinge zu beschreiben. So, wenn Sie das verstanden haben, sehen Sie auch hier, das ist der Rechenmaschine. Und die tut auch nichts anderes als träumen. Die dreht sich wie diese Maschine, permanent in der Zeit. Und hier sehen Sie jetzt, wie das funktioniert, so ein Stepping Wheel. Sie sehen, es geht wieder um Drehungen. Und es geht um eine Übersetzung von etwas Linearer in etwas Zirkuläres. Und das ist alles. Das ist super einfach eigentlich. Aber Sie übersetzen, ja, Raum in Zeit. Ja, so geht es. Ist also wie diese Stanzmaschine. Ist das Gleiche, die träumt in der Nacht. In Zirkeln. Und das Interface ist hier im Raum. So, da gibt es ganze Kalkulatoren, können Sie sich hier angucken. Das Interessante ist, dass der Interface hier so aussieht. Im Raum. Das heißt, es ist sowas wie das Gelernte, also das, was wenn man aufwacht aus dem Traum und so diese verschlafenen Augen, das ist das. Und Sie sehen auch, wie blind das ist. Und das Papier und so weiter. Es ist nicht real. Und nehmen Sie den Deckel ab, ist das Räderwerk dahinter. Wir haben jetzt hier den, ah ne, das war der hier. Und hier ist das der Pascalin. So sieht das aus. Und so sieht das von innen aus. Das Interessante ist jetzt, wie quasi die Mechanik da ist. Also die Träume der Nacht in der Box. Und wie dann ein bisschen verschlafen dieser Blick dann kommt in dem Interface. Und zwar im Raum. Jetzt machen wir das alles weg. So, und zwar im Raum. Verschlafen. So. So gehen Computer. So, jetzt, das hatten wir ja schon in der Prüfung, jetzt zeige ich Ihnen das nochmal als, weil das die Spuren dieser Träume sind. So, wir haben jetzt hier einen Baum. Wir haben eine Grafik, einen Code, die geht von hier bis hier, Image Size, und dann hier die Linie 0,0 bis 0,1. Das ist eine vertikale Linie, das ist der Stamm eines Baumes. Dann bauen wir eine Regel.
Regel heißt immer, was immer da ist, das haben wir mit XML, mit HTML, mit den Parsern und so weiter jetzt mehrfach gehabt, was immer da ist, wir haben einen Schlüssel und wir machen dann was. In diesem Fall ist der Schlüssel hier eine Linie mit P1, P2, mit zwei Elementen. Das matcht dann in der Grafik auf das hier. Und das soll ersetzt werden durch die Linie durch sich selber und dann dazugefügt zwei weitere Linien. Und die gehen dann einmal links und einmal rechts abgeknickt und zwei Drittel der Länge. So, zwei weitere Linien. So, das ist die Regel. Und das ist die erste Grammatik, die wir machen. So gehen Grammatiken. So, Grammatik heißt immer übersetzt von 1 in den nächsten, immer den nächsten Schritt machen. Das heißt immer, wenn Sie diese projizierten winkelförmigen, also wo die Winkel sind reserviert, also die werden erhalten aus den Erinnerungen. So, und der Traum geht einfach, dass Sie dann den nächsten Schritt in den nächsten Kreis machen. Und der ist immer, also gehen in die andere Kreisbewegung, das, was Sie jetzt hier machen. Und das wird abgebildet über Regeln. Wenn das hier so ist, dann mal ersetzt das durch dieses. So, das tun wir, indem wir jetzt hier zum Beispiel sagen, replace tree rule. Das heißt, die Regel wird auf den Tree angewendet. Wenn wir das jetzt machen, kommt das Ergebnis raus. Und ich kann jetzt gucken, was in der Grafik, wie der Code der Grafik ist, indem ich das erste Element davon schaue. Und dann sehen Sie, was passiert ist aus der Linie hier. Sind drei Linien geworden geschachtelt. So, nehmen wir das wieder weg und ich habe den Baum. Wenn ich das jetzt, es gibt diese Funktion mit dem Nest, dass ich immer eine Funktion von der Funktion von der Funktion mache, dreimal oder fünfmal. So, und jetzt mache ich einfach dieses Replace auf den Tree dreimal und dann haben Sie den Tree so. So, das heißt, Sie träumen jetzt, so, und das ist diese Bewegung von dem Kalkulator. Wir drehen einfach dreimal. Und was Sie tun ist, in diesem Fall, statt dass Sie nur das Ergebnis anzeigen, Sie machen die Spuren, wie man langläuft. Was eigentlich ein Kurzschluss ist. Das interessiert eigentlich gar nicht. So, das ist eine romantische Figur, dass Sie sagen, ja, war so schön, wie der rechnet. Eigentlich interessiert das Ergebnis, wenn Sie rechnen. Nicht, wie man da hinkommt. Es gibt ja tausend Wege, wie man da hinkommt. So, jetzt können Sie aber das schön als Baum machen und so wird das ja gemacht. Und das ist ja unser romantisches Verhältnis zu Computern, dass wir das alles so schick finden. Jetzt können wir zum Beispiel, was wir dann mit der Stochastik und so weiter ja schon gemacht haben, wir können jetzt ja zum Beispiel hier Normalverteilungen machen. Wir haben hier im Prinzip drei, aber Sie sehen, es ist sehr elegant, ne? So geht ein Regelsystem. Und so geht es das ganze Engineering, die ganze Mechanik aus, nee, Dynamik, Thermodynamik aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Das ist immer so. Sie haben eine bestimmte Welt, Sie haben bestimmte Regeln und dann rotieren Sie das und irgendwann sagen Sie, es ist genug, also macht drei Iterationen, ist genug, wir können ja auch fünf machen. Wir können ja auch fünf machen. So. Und das ist diese Verfeinerung, dass man zum Beispiel sagt, ja, aber ein Künstler oder ein Genie oder ein Meister, der macht das halt viel glatter als die anderen oder der backt das Brot so wunderschön. Also klar, also man kann es immer weiter verfeinern, aber irgendwo muss man sagen, Schluss jetzt. Also wir sagen jetzt hier bei 3 ist Schluss und das ändert aber nichts, dass das die Maschine ist, mit der das läuft. So. Wir haben drei verschiedene Parameter. Wir sagen, das ist der Anfang. Hier ist die Länge des Stamms. Wir haben hier die Verkürzung der Linien in der nächsten Generation. Und wir haben die Winkel. Entsprechend mache ich jetzt drei verschiedene Normalverteilungen. Einmal 1 mit einer Standardabweichung von 0,25, 25 für den Winkel, Standardabweichung 3 und dann 2 Drittel, um das zu verkleinern, Standardabweichung von 1 Sechstel. Wenn ich das jetzt darstelle, sehen Sie hier diese Standardverteilungen, mit denen ich jetzt Ereignisse erzeugen kann, die typisiert sind. Die also, wenn man Tausende davon macht, wie wir das mit den Würfeln diskutiert hatten, eine Tausende davon macht und das aufsummiert in einem Histogramm, immer sich dieser Kurve annähern. Das kann ich jetzt produzieren in Mathematica mit diesem PDF-Kommando. So.
Jetzt erzeugen wir solche Events. So, und wir können jetzt sagen, Verteilung 1, 12 Elemente, das sind die Zahlen, wenn ich die aufsummiere, entsprechen die dieser Verteilung. Und das charakterisiert, nee, damit kann man typisieren die Elemente. Und wir können das jetzt anschauen. Das ist eine Verteilung von 1000 Elementen in der Verteilung 1. Das sind 1000 Elemente in der Verteilung 2. Das heißt, hier kann jemand besser zielen als der ist ein Meister und der ist ein Anfänger im Zielen. Ja, der Meister und der Anfänger. Nur anders dargestellt. So, also fangen wir jetzt an und setzen diese Verteilungen in den Tree 1, machen da eine, erzeugen dann entsprechend dieser Verteilung ein Element. Statt dass wir sagen 1, sagen wir einfach random variate. In den Regeln setzen wir auch die Verteilung 2 und die Verteilung 3 rein. So, mehr ist nicht. Das heißt, wir machen jetzt hier irgendeinen Trunk. Wir machen jetzt hier die Regeln und machen das jetzt wieder, wie wir das oben hatten, machen jetzt Regel 1 auf den Tree 1 5-mal und dann kriegen wir jetzt ein Tree. So, und jetzt haben wir einen realistischen Tree. Ja? Wir müssen immer nur den Gedanken folgen, wie das geht. Also immer noch die Regel. So, und jetzt sagen wir, alle Dinge sind fiktiv. Heute sagen wir Fake, damals haben sie gesagt, sind Fiktion. Und diese Fiktion ist eine mathematische Formel und dann kann ich tatsächlich Ereignisse entsprechend dieser mathematischen Formel machen, Tausende, und darüber kann ich erzeugen, also synthetisch machen, Bäume, die alle ungefähr gleich aussehen, aber nie gleich sind. So, und das sind Individuen und Spezies. Und das ist eine Spezifikation. Sowas nennt man Klassen, Klassifikationen, Typen und so weiter. Das ist das, was Sie mit Semper und so weiter in der Theorie sehen. So, jetzt kann ich Ihnen einen zweiten Baum machen, einfach mit anderen Verteilungen. Eine neue Spezies. Die gleiche Regel, nur einfach andere Zahlen hier eingesetzt. Und zwar so, mach das jetzt und dann habe ich hier andere Sorten von Bäumen. Das ist eine andere Spezies. So, und jetzt kann ich, jetzt sage ich, Tree 1 möchte ich gerne 60 haben, Tree 2 möchte ich gerne 40 haben und das möchte ich gerne darstellen. Dann haben wir jetzt erstmal die Samen gesetzt und jetzt nehme ich wieder nur die beiden Regeln und statt jetzt einen Trunk zu machen, nehme ich jetzt einfach 100. Ich kann auch die ganze Welt machen, weil es sind immer nur die Regeln, suchen an den Stellen, wo es ist, wie wir das bei der Webseite hatten. Rein, raus und dann holen wir die ganzen Titel oder die ganzen Bilder raus. In diesem Falle ersetzen wir alle Stämme, alle Linien durch andere Stämme. Und machen das nochmal, dann haben wir ja die Unterstämme. So, dann haben wir einfach tausende von kleinen Verzweigungen und der setzt das immer raus. Und macht immer wieder diese Zufallsverzeilungen und so weiter. Und so wird jetzt mit der gleichen Mechanismus der Wald erzeugt. Bam. Ja, schön. Jetzt kann ich direkt einen neuen Wald machen. So, das ist alles Romantik. Das ist, was Sherlock Holmes macht. Also quasi dem Verbrechen, also dem Computer der Welt, die Spuren lesen. Ja? Nennt man Aufklärung. Spuren lesen von dem, was die Leute alles in diesem Fall der Computer halt macht. So, das Neue heute ist nur daran, dass wir das so simpel auf dem Computer jetzt tatsächlich veranschaulichen können. Die Denkfiguren sind alle tiefes 18. 19. Jahrhundert, also eigentlich 1800. So, Darwin, Klassifikation und Analysis of Traces. Jetzt sieht man hier den Tree. Nur um Ihnen ein Bild davon zu machen, was das heißt, so eine Maschine zu bauen. Um nachher zu sagen, ja, in der Architektur ging das so. Exakt so. So, jetzt sehen wir hier so einen Baum. Das ist, hier oben steht interessanterweise, I think. Das ist der
Baum von der Evolution, von Darwin, The Tree of Life, 1837, sehen Sie wieder diese Zeit. Wie ist der zu lesen? So, das ist kein Baum wie hier. Man kann ja auch im 18., 19. Jahrhundert, gibt es keine Geometrie. Das sind alles Schemen, weil wir ja träumen alle. Es gibt kein Sonnenlicht. Und alles sind nur Winkel. So, deswegen gibt es keine geraden Linien, auch keine geraden Gedanken. So, deswegen ist das Schemen, so nennen wir das. So, und dieses Schema ist kein Baum. Also so, man kann sagen, das wäre ein Baum. Und das sieht ja genauso aus jetzt wie die Bäume hier. Aber es ist anders gedacht. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie das gedacht ist. Wir haben den Wald von oben. Jetzt sagen wir hier, wie viele Bäume haben wir denn da? 100 Bäume. So, was ich jetzt hier schaue, ist jetzt, ich rechne jetzt von dem 12. Baum hier, von den letzten Verzweigungen, das heißt von den Blättern, die Winkel aus. Und mache dann, sondern da ich ja 5 Generationen habe, sind das irgendwie 2 hoch 5 kleine Blätter an jedem Baum. So, und davon mache ich jetzt den Mittelwert und die Standardabweichung, wie die Winkel sind. Mittelwert, Standardabweichung von dem 12. Baum. Der erste Baum hat diesen Mittelwert und Standardabweichung. So, ich gehe wieder mit Cases in den Tree rein, hole das, hole mir die Linien raus, die letzten beiden, rechne die Winkel aus und gebe die raus. So, so mache ich das hier, mit dieser Funktion. Hier mache ich das jetzt mit allen Bäumen. Von dem ganzen Wald. So, jetzt kann ich hier diese immer als XY-Koordinate angucken. Das heißt Mittelwert und Standardabweichung machen. Und ich kann das jetzt als Punkte in einem zweidimensionalen Raum darstellen. Jetzt sehen Sie hier, das sind 2 Cluster. So, das heißt, Sie messen, was man so messen kann und stellen fest, wenn ich das immer so auftrage, dann gruppieren die sich anders. So, und wir haben jetzt hier ein Cluster, ein zweites Cluster und hier so einen blöden Punkt, der irgendwie mutiert ist. So, wir können jetzt diese Cluster rechnen. Das macht man hier mit feinen Clusters. So, und dann sieht man jetzt hier in der ersten Liste, das geht alles mit 24, 25 und die zweite Liste geht alle mit um die 30 herum. Und die dritte ist hier. Ja, okay, ich weiß nicht. Okay, wo ist die? Die dritte ist hier. Die hat auch 2 oder 3 Punkte. Ich weiß nicht, wo die, müssen wir mal gucken, wo die sind. So. Und das entspricht unseren Verteilungen, die wir hier oben angesetzt haben. Wir hatten den Baum 1 hier auf 25 gesetzt und den hier, den Baum 2 auf 30. So, ohne das zu wissen, also wenn wir jetzt in der Natur sind und wird davon ausgegangen, dass die Natur so produziert, das wird gemacht in der Aufklärung, dass es solche Maschinen sind, und dass die mit einer Verteilung so sich verhalten. Dann wird gemessen 100-fach und dann kriegt man raus, das sind Cluster. So wie wir das mit den Würfeln auch gerechnet hatten in der Prüfung. So. Dann ist jetzt der erste Baum vom ersten Cluster, vom Typ 1, dann vom Typ 2, Typ 1, 1, 1, Typ 2 und so weiter. So, jetzt können wir sagen, gib mir ein Beispiel, ein Individuum der Spezies 1 oder gib mir ein Individuum der Spezies 2. Hier 1 sehen Sie, dass das anders ist. 3 ist nochmal wieder was anderes. So, das sind eher Mutanten.
So wird das gemacht mit der Analyse. Das ist Analysis. So, das heißt, was wir jetzt hier bei Darwin sehen, ist, dass er hergeht und zwar über die Zeit sagt, also erstmal sagt er, was ist denn das Kriterium, an dem sich alle Spezies am deutlichsten unterscheiden? So, er geht mit allem, was man misst, an Lebewesen zum Beispiel, geht er hierher und sagt, nach welchem Kriterium unterscheiden die sich denn? Also clustert die einfach und dann sagt er in drei. Das war die erste Frage, nach der ich messe, um zu sagen, was ist denn das? Und dann sagt er, wenn ich dann von dem Cluster gehe, dann kann ich ein Untercluster bilden. Und dann gehe ich hier mit der nächsten Frage an, wieder ein Untercluster bin und dann sagt er, hier bin ich bei der Ameise und hier bei der Spinne. Und was er vor allen Dingen tut, ist, dass er sagt, diese Art von Unterscheidung bildet er in der Zeit ab. Er sagt, das ist die Art, wie die Spezies sich differenziert haben über die Zeit. Das heißt, er geht davon aus, dass die gesamte Evolution so funktioniert, wie wir das hier mit dem Baum gemacht haben. Das heißt, es ist ein Trace der Maschinik der Natur. Direkt. Ja, so wurde damals gedacht. So, gehen wir jetzt in die. Ich denke, hier können wir jetzt gut eine 10 Minuten Pause machen und dann gehen wir zu Durand und machen das gleiche in der Architektur. Das, was ich in der ersten Stunde erzählt habe, als Prinzip, möchte ich Ihnen jetzt zeigen, wie das exakt benutzt werden kann, um sowas also die Architektur von Durand abzubilden. Gut, das ist jetzt hier der Mechanismus. Und dann gehen wir zu Durand. Wir haben wieder eine Bühne, die hat eine Reihe von Parametern, sie hat einen Namen, sie hat einen Einfügepunkt, sie hat eine Größe, das ist die Skalierung des übergeordneten Grids, sie hat eine Unterverteilung, sie hat die Units, Rotation innen, Rotation außen, ein orthogonales Koordinatensystem, sie hat eine bestimmte Form von Grafik und sie hat eine Strichstärke und also ein Style, Strichstärke und so. Sie brauchen das nicht wirklich können. Sie können das auch nicht verstehen. So, was das macht, ist hier so ein Grid. Ich kann jetzt hier sagen, das ist der Name. Da gehe ich, hier ist immer so ein kleines Koordinatensystem. Der lange Strich ist x, das ist y. Wir haben jetzt 20 mal 10 in einem übergeordneten Koordinatensystem, was 2 zu 1 ist, in einem Einser. So, das ist. So, Sie haben einfach so jetzt so ein Koordinatensystem. Ich kann das jetzt auch hier verzerren. Und dann haben Sie 20 auf 20 Einheiten mit einer Größe 2 zu 1. Deswegen ist das jetzt anders proportioniert. Wir machen das jetzt hier so. Das ist unsere Bühne. Das ist unsere Wurzel für das, was passiert. So, was wir jetzt einfügen, sind keine Objekte, sondern immer nur Grids. Und das funktioniert ja immer so, wie wir das bei dem Baum mit den Ästen gemacht haben. Wir bauen jetzt immer nur Grids auf und fügen immer nur Grids ein. So, hier gibt es ein orthogonales Raster. Das nenne ich Rules, Levels of Detail Zero. So, wir müssen das immer hier davor setzen in dieser Implementation. Ich habe Ihnen hier für ein Raster MTPR gemacht, Raster. So, das ist ein Grid, das heißt Grid 01, das ist der Name. Es wird eingefügt in die Bühne, die wir oben hatten. An die Stelle 00 mit der Größe 44 und mit dem Raster 88. Mit der Grafik G1 und dann eine bestimmte Styles, Koordinaten rotieren um minus 90 Grad. So, wenn wir das jetzt machen, ist das hier vollkommen plausibel, wie das geht. Vier Einheiten im übergeordneten Griff, 8 mal 8 Einheiten in dem internen. Auf der Stelle 00. Jetzt ist das vollkommen klar. Wenn ich das jetzt hier in Y verschiebe, geht das hier so. Wenn ich in X verschiebe, geht das so. Wenn ich es verdrehe, dreht sich das. So. Ja, simpel.
immer ein Raster. So, was man tut, ist bei dem Baum, wir haben den Stamm, das ist das hellblaue Grid, und jetzt setze ich einfach einen kleineren da hinten dran. So, mehr mache ich nicht. Und ich mache es auf die gleiche Art und Weise. Ich setze nur solche Rules und dann ordne ich jetzt, dann zeige ich jetzt, wie diese Regeln angewandt werden. Und das macht diese Funktion. Der Code ist unten dabei in der Größe 512. Da kommen wir dann später zu. So, ja, 0,0. So, jetzt kann ich mehrere davon einfügen. Das heißt, ist wieder der gleiche Name, deswegen wird das jetzt hier überschrieben. Ich habe hier die Liste, ich habe das eine Element eingefügt, wie wir das hatten. Ich gebe mit dem gleichen Namen noch wieder eins. Gleicher Name, machen wir 4. So sieht das aus. Jetzt haben wir 4 Verzweigungen. So. Jetzt kann man das zusammenfassen. Sie sehen, das ist ja fast immer gleich. Hier der Style ist gleich, G ist A gleich, der Name ist gleich. Das Einzige, was sich ändert, ist hier die Rotation und der Einfügepunkt. Den Rest haben wir gleich gelassen. Also nehme ich das raus als Variable, einmal den Einfügepunkt als Variable 1 und die Rotation als Variable 2. Und setze die jetzt hier als Pure Function mit dem Add, mit dem Und-Zeichen und mappe jetzt diese Pure Function auf diese Liste von 4 Elementen, die als erstes immer die Einfügepunkt haben und als zweites immer die Rotation. So läuft das. Und das macht jetzt das Gleiche. Ich habe die Größe hier kleiner gestellt. So, Sie sehen, was passiert. Das ist ein typisches Phänomen dieser Regeln, ist, dass Sie sowas wie eine Kombinatorik, Sie haben immer ein kombinatorisches Problem. Das ist das Problem, mit dem Sie sich rumschlagen. Man nennt das auch kombinatorische Explosion. So, was jetzt hier passiert ist, dass Sie 4 Einheiten haben und Sie spielen jetzt einfach alle Variablen hier durch. Minus 2, minus 2, minus 2, 2, 2, 2, 2, minus 2. So, und das ist wieder eine Kreisbewegung in diesen Zahlen. Und hier dann 2, 1, 0, 3. Es geht immer in einer gewissen Mechanik, in der das geht. Ja? Gehen wir auf einen, haben wir das. Jetzt machen wir einen zweiten Level of Detail. LOD1 war LOD. So, und da sagen wir jetzt, wir erzeugen ein Grid 2 in dem Koordinatensystem von Grid 1. Das heißt, wir hängen jetzt an das letzte Element neue Elemente dran. So, und machen wieder das gleiche Spiel. Auf die Position 1, 1, 2, 2, 4, 4, 8, Style, Orthogonal, Rotate. Und jetzt minus 1, Rotate. So, machen das gleiche Spiel und jetzt sehen wir, was passiert. Diese Regeln feuern 4-mal, weil die 4-mal passen. Ja? So, nächste Level. Und da habe ich Ihnen eine neue Funktion gemacht, Level of Detail 2. Jetzt sage ich, ich möchte gerne, das mache ich mit MTPG, das sind die Grafikelemente, das sind sowas wie die Blätter von dem Baum. So, und da sage ich jetzt, das Element 02 soll an das Grid 2, das heißt, Grid 2 hat hier 8 Instanzen. So, das soll das Element 1, EL1, Level, 0, Level of Detail 2, soll auf 00 gesetzt werden. Und dieses 02 soll auf 1,1 gesetzt werden. Die Grafik hier ist ein roter Kreis von 0,4 Größe in dem Koordinatensystem von Grid 2. Das Tooltip heißt, dass wenn ich da drüber gehe, kommt dann hier der Name. Das heißt, ich packe jetzt diese Grafik hier ein und gebe dem den Namen EL02, so wie jetzt hier steht Grid 02. Oder hier steht jetzt, hier habe ich jetzt Stage. So benenne ich einfach alles. Dafür ist Tooltip, können Sie auch weglassen. Aber man kommt ja schnell durcheinander und weiß nicht, was das jeweils ist.
So, deswegen habe ich immer Tooltip dahin gemacht. So, also dieses ist eine Disk und dieses ist eine Linie von 0,0, minus 0,2, minus 2 und so weiter. Das ist eine Linie mit vier Punkten und heißt EL02. Wenn ich das Ganze jetzt zeige, sieht das so aus. Ja? Das ist alles an Prinzip. Und damit können Sie ein bisschen üben. Jetzt kann ich die Results filtern. Dafür habe ich dieses Visible. Jetzt sage ich, ich möchte gerne, das sind die ganzen Regeln, Level of Details. Und ich möchte gerne Visible haben. Alles, was mit EL2 anfängt, oder wir können jetzt auch hier sagen, alles, was irgendwie anfängt, dann dazwischen und am Ende mit 0,2 aufhört. Und dann zeigt er das Grid 0,2 und das EL 0,2. So, jetzt kann ich sagen, ich möchte gerne EL und dann wird nur das gezeigt. Ich kann sagen EL1 und dann wird nur das gezeigt. Ich kann sagen EL2 und dann wird nur das gezeigt. Oder ich kann sagen, so, EL oder, ich kann jetzt auch hier sagen, oder 0,1 und dann wird das gezeigt. Jetzt sagen wir hier Grid, dann wird das gezeigt. Oder EL, dann wird das gezeigt. Das ist ein Filter, mit dem man gucken kann. Das ist wieder das Gleiche mit dem Schlüssel und wieder raus. Auf die Namen, die Sie hier oben geben. Damit kann man es etwas komfortabler machen. Das ist alles. Diese Maschine habe ich Ihnen gebaut. Es gibt das Gleiche auch in Radial. Das machen wir aber dann nicht. So, hier. Und das geht auch noch, das ist ein bisschen kompliziert zu benutzen. So. Da ist es ein bisschen schwierig, mit denen die Maße zu kontrollieren. Und Sie sehen auch, wird dann schwierig, das wieder zu bündeln und so weiter. Aber das sehen Sie auch, wenn wir jetzt beim Durand, wenn Sie jetzt gehen, und das ist dieses Beispiel, dass Sie tatsächlich dann auch an diesen Stellen hier gibt es einfach Schwierigkeiten. Das passt halt immer nicht. Weil das die Kreise nie auf, also die Quadratur vom Kreis ist halt ein elendes Problem. So. Also, wenn wir jetzt hier gehen, ist das solch eine Maschine? Jetzt denkt man, das ist ja halt gemalt auf Karo-Papier. Ich zeige Ihnen jetzt, wie das geht auch bei Durand. Das Zentrum, wieder die Stage. Regel. Wir setzen jetzt eine R1, das heißt eine rotationssymmetrisches Ding ins Zentrum. 0,0,6 mit 8 Unterteilungen im Kreis und 9 Unterteilungen in der 9 Radien. So, wenn ich das jetzt zeige, sieht das so aus. Das ist das Zentrum von dem Gebäude. Das nenne ich LOD0. So. Nächstes. Jetzt sagen wir, ich mach's mal das ein bisschen. Viel ist auf einmal. Nehmen wir den hier, oder ich kann den so rausnehmen. Also machen wir das auch so. Ich klicke hier mehrfach drauf und wähle das weg. Dann ist das Komma immer blöderweise im Weg. Wenn ich das jetzt mache, ist das LOD1. Wenn ich das zeige, das muss ich hier unten dran machen, alles visible mache, sieht das jetzt hier so aus. Was ich tue ist, ich setze Entrance, so wir haben hier wieder eine Pure Function gemacht und wir mappen eine Liste von Variablen auf diese Pure Function. Das erste sind immer diese Namen, das steht hier, das ist der erste, der Name. Das heißt, wir haben jetzt vier Namen, Entrance Center, Side Center, Side Center, Side Center. So, wir haben jetzt hier Side Center, Entrance, Side Center, Side Center. So, und wir sagen jetzt, der hier soll mit Rotation 0, 2, 4, 6 sein. 0 ist da, wo hier die Achse liegt. 0, 2, 4, 6 Rotation. Das sehen Sie hier. Wo ist die Rotation?
Habe ich es gelöscht oder was? Und wieso geht das dann? Ah, hier ist er. Okay, hier. Das ist, ist keine, ist ja ein Polarkoordinatensystem, deswegen keine Rotation, ist polar. So, das heißt, ich gehe auf die Achse, auf die Nummer 12, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich füge es halt auf 12 ein und gehe dann auf, die, auf 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und deswegen dreht sich das so rum, in einem Polarsystem. So, das ist das Polarsystem. Wir haben also den auf der Rotation auf Polar 0, Polar 2, Polar 4, Polar 6. So, das macht diese Funktion. Diese Funktion hier geht jetzt her und sagt, ich möchte gerne auf das Zeit L1, das sind diese hier, diese drei, möchte ich gerne ein links machen und ich möchte gerne ein rechts machen. Und auf, das Enter, auf den Center mache ich auch ein links und ein rechts. So, und das wird dann verteilt mit insgesamt vier Variablen auf diese Funktion. Das können Sie dann entschlüsseln. Wenn ich das jetzt hier wieder unkommentiere, das Komma wieder hinmache, sehen Sie, kommt das so raus. Ja? Und Sie müssen immer damit kämpfen, dass sich das drehen muss. So wie wir das mit diesem generischen Würfel hatten. So, das ist immer so. Wir kommen nie drum herum, dass das so ist. Das ist immer diese Düftelei. Und darin liegt auch die Ursache für diese kombinatorischen Probleme, die man hat, wenn man die Topologie von Gebäuden, also das Träumen der Gebäude nicht im Griff hat. Dann explodiert das in den Varianten. So, gehen wir jetzt nächsten Schritt. LOD 2. Und wir sagen, wir gehen jetzt auf die Square, so wir sagen jetzt hier Side Center L1, Side Left 1 und Side Right 1. Jetzt fügen wir quasi diese kombinatorischen Dinge wieder zusammen in 1. So, und zwar wollen wir da jetzt immer ein Side Square L2 machen. Wir wollen also in all diese Dinge jetzt eine nächste Detaillierungsstufe reinbringen. Wir wollen immer auf den Einfügepunkt 0, das heißt in dem Fall 12 Mal, mit 4 Dritteln auf 4 Drittel und einer Unterteilung von 4 ein neues System bauen, was wir Side Square L2 nennen. Wenn wir das jetzt machen, sieht das so aus. Dann haben wir jetzt überall neue Raster eingebaut. Und wir sind jetzt beim Durand hier. Ja? So, diese Räume sind, wenn Sie das angucken, im Detail hier alle immer symmetrisch. Also jede Ecke ist gleich von diesen Räumen. Hier auch. Jede Ecke ist immer gleich. Also fange ich jetzt an und sage, dieses Raster soll in der nächsten Stufe jeweils immer die gleichen Unterraster wieder haben. Das ist wieder eine Verzweigung. So, gehen wir da rein und sagen, auf die Side Square L1, das ist dieses hier, L2, soll man Side Square L3 machen. Wieder orthogonal. Und wir setzen jetzt auf die Stelle, jetzt haben wir es wieder kombinatorisch, aber wir wieder einmal rumgehen müssen. 1, 1, minus 1, minus 1, 1, 1, minus 1, Rotation. Das heißt hier und hier haben wir, weil wir im orthogonalen sind, Orthogonalsystem ist das so, dass wir hier die Rotation einführen müssen. Und das sind die beiden Variablen, das ist das Set von den Variablen. Pure Function hier, Mapping dieser Liste, dann. Wenn ich das jetzt tue, haben wir da Unterraster drin. Ja? So, das können Sie mit CRT, geht nicht mehr. Ne? Und Sie sehen, es gibt nur wenige Zahlen, mit denen Sie das machen. Es geht immer nur um Rechnen von Kombinationen von ein paar Zahlen, die klicken. So, jetzt gehen wir
an die tatsächlichen Punkte und an die Elemente. Wir haben, und wir sagen, in jedem dieser kleinen Square LO3 möchten wir gerne jetzt eine Grafik machen, MTP G. Wir sagen das Side-Square L4 orthogonal und jetzt wieder Tooltip. So, das heißt, die Grafik ist hier. Wir möchten gerne eine schwarze Disk machen mit einem bestimmten Radius an die Stelle -2, -2 und ein Polygon, was die Wand beschreibt. Wenn ich das jetzt hier ausführe, haben wir das da eingebaut. So, das kann ich jetzt auch visible machen. Das ist L. Da. Ja. Und sie tun fast nichts. Sie setzen nur in diesem Räderwerk von dem Computer ein paar Rädchen etwas anders. Und dann. Darum geht es bei Durand in diesen Darstellungen. So, jetzt gehen wir hier in diese Zwischenräume hier, die Halls. Die haben dann, das können Sie austüfteln, wenn Sie möchten, die haben ein etwas anderes kombinatorisches Problem. Gehen da wieder her, so Sie sehen hier, es wird ungemütlich, um das wieder zusammenzufassen. Und dann sind Sie so da drin. So geht es. Weiter bin ich leider nicht gekommen. Deswegen habe ich auch Ihre Prüfung nicht geprüft. Ich habe immer getüftelt, bis es elegant geht. Und dann habe ich... Man kann es ja auf 1000 Arten und Weisen machen. Jetzt bin ich sehr zufrieden über das System. Man weiß nicht, wenn man jetzt wirklich alles machen will mit dem. Aber so weit bin ich jetzt gekommen. Und das geht jetzt wirklich sehr elegant. Und das Eleganteste, was es gibt. Aber ich habe das nicht weiter modelliert. So. Ich habe andere Versionen, da bin ich weitergekommen. So, das Interessante ist jetzt, aber Sie verstehen das Prinzip. So, darum geht es. Wir müssen nur das Prinzip in den Kopf kriegen. Wie das entwerfen geht. Das wird einfach nicht gezeichnet. Das ist ein Diagramm. Über die Spuren. So, das ist ein Diagramm. Es ist keine Zeichnung. Keine perspektivische Zeichnung, nichts. Es ist ein Diagramm über die Spuren der Produktion dieses Gebäudes. Das ist ein Traum in der Nacht. Ein Räderwerk. Das ist wichtig. Und ich glaube, das ist sehr plausibel, wenn man das hier so macht. So, das Interessante ist, dass das hier das Hauptgebäude gleiche Zeit, ETH, und das ist diese verschlafene Interface. Das ist wirklich unglaublich, wie verschlafen das ist. Wieder Pascaline, da gucken die nochmal raus, also da sind da irgendwelche Forscher, die gucken dann halt raus und zeigen das Ergebnis. Ja? So ungefähr. Und das ist direkt so, das finde ich so interessant. So, wir hatten auch die Lernkurve. Nochmal, diese E-Funktion, das ist ja sowas wie die Engine, also die Energie für die Rotation des Traumes. So, und die Lernkurve geht immer, das ist die Unit, also der Kreis des Tages, das ist vom Tag und der Nenner ist das, was in der Nacht passiert. Und das sieht dann hier so aus. So, das heißt, man fängt an, lernt schnell. Das ist das, also so, man muss das aufsetzen, dann wächst der Baum und dann ist das auch ein Baum und dann macht das hinterher keinen Unterschied, ob man da 5 oder 8 oder 12 hat oder 120 Verfeinerungen. So, man kann das immer weiter verbessern, aber man kann es endlos treiben. Das ist die Lernkurve. Und irgendwann sagt man, ist halt genug. So, das Interessante ist, dass die Fassade jetzt sowas ist wie diese fiktive Stelle vom
infiniten Ergebnis. Also von dem Ergebnis, was passiert, wenn es infinit ist. So stelle ich mir diese Dinge vor. Das ist das, was gelernt wird, und das Gelernte wird dann dargestellt. In den Schemen, wie man es hat. Und zwar wieder räumlich. Also das ist jetzt quasi sowas wie ein verschlafenes räumliches Gesicht. So, es guckt aus komischen Augen. Das ist ganz anders als als das. Das ist frisch und wach am Tag und spricht. Das ist verschlafen in der Nacht und guckt. So. Und jetzt haben wir ja diese Dinge, das finde ich auch interessant hier. Jetzt haben wir ja, und das sieht aus wie die Pascalinen. So, und dann habe ich ja hier, wenn jetzt gucken, 1750, machen wir mal 1800 bis 1900. Vom letzten Mal die ganzen Gebäude. Machen wir jetzt 120 und dann sehen Sie, dass die alle schlafen. Ich muss das mit der Datenbank schneller machen. Ich habe jetzt 3 Millionen Elemente da drin und dann fängt er dann auch an irgendwie. So, und die sehen. So, das sind alles Träume von irgendwas. Eklektizismus und so. Und die sind alle immer flach. Ich glaube, ungefähr so geht es. So, und wenn Sie im Kontrast dazu, das sind diese hier. Ich mache das mal eben wieder weg, braucht einfach viel Platz. Das ist auch wieder frisch und wach im. So, das ist nicht verschlafen mehr, der ist aufgewacht am nächsten Tag. So, und jetzt haben wir hier, wenn ich das jetzt hier. Machen wir 1400 für 200 Jahre. Und die sind alle am Tag. Und die sprechen miteinander. Die sind wach. Jetzt haben sie ein paar Ausreißer da drin, da muss man genau gucken, was da wirklich los ist. Manchmal haben sie sagen, ja, das ist von da, was renoviert hier und so weiter. Aber im Prinzip ist das anders. So, hier der ist zum Beispiel ein Ausreißer, da stimmt was nicht. So, aber die sind einfach anders da. Jetzt kann man das prototypisch machen mit diesen hier, dann ist es vollkommen klar. Aber ich denke, man muss so einem, was ich oft tue, ist so ein Blick, dass man quasi die Sachen im Raum anfängt zu defokussieren und dann kriegen die einen anderen, dann kriegt der Raum und der Blick einen anderen Klang. Und so ist das jetzt mit diesen Sachen auch, dass man eigentlich dann das Einzelne vergessen muss, damit man das Gesamtbild erfahren kann. Und dann kriegt man die Stimmungslage von dem Denkkörper einer bestimmten Zeit. So, das hier werden wir im nächsten Abschnitt von der Vorlesung machen, wie man das modelliert. Das geht andersrum. Und das ist, also wenn man das, also so ein Gebäude so modellieren würde, wäre es katastrophal kompliziert. Und andersrum. So. Wenn wir jetzt dieses Verschlafene ins Infinite setzen, so, das nennt man Entropie oder was, wenn alles von alles kalkuliert wird. Und dann sind wir hier. So, wenn wir jetzt die ganze Welt als Kalkulator so betrachten und das infinit verfeinern, dann sind alle Elemente der Welt
kalkuliert und gleichzeitig Natur. So, und dann sind die Elemente produziert, Natur und wir wie Natur produziert. Und das wird zelebriert. Kein Unterschied mehr gemacht zwischen Artefakten und Natur. Die Schönheit ist Natur. Equal. So, das sieht man hier. Dann ist alle Konstruktion explizit. Und dann ist jede Fassade und Interface transparent, weil es direkt Natur ist. So, das finde ich interessant. Also das Infinite. Und dann ist fertig mit dieser Vorstellung. Es hat sich diffundiert, es hat sich aufgelöst. Und das ist ja auch faktisch so. Und dann gibt es die Krise der Anschauung, so nennt man das ja einfach, wenn ich mal weiß. So, und das ist dann fertig und das ist 1880, wo das dann umkippt in wieder in eine neue Geometrie, wo der Tag, neue Tag anbricht. Da ist fertig geträumt jetzt. So stelle ich mir das vor. So, was wir heute haben, ist diese Form von Träumen. So, wir haben jetzt, das zeige ich Ihnen noch einmal. Was passiert denn, wenn wir so. Nehmen wir jetzt hier eine Form ist Gravitation. Wir spielen mit Computern Natur. Geschichte 1. So, hier. Nehmen wir eine Hängekette, eine Kette, fünf Elemente, 1, 2, 3, 4, 5 in X. Links hängen wir sie auf 0. Und dann haben wir drei Variablen, um die Positionen dazwischen zu beschreiben. Y2, 3 und 4. Wir sagen, dass die Verknüpfungen eine gewisse Elastizität haben. Und wir machen externe Kräfte, so wie das in der Statik passiert, auf jeden Punkt, F2, 3, 4, und zwar immer nur eine vertikale Kraft, 0,2, was ich sage, das ist die Gravitation. Wir kriegen alle die gleiche Kraft. So, jetzt baue ich hier drei Gleichungen. Haben wir das? Ich muss es, glaube ich, dieses hier machen. So, warm. Das ist ein bisschen sensibel. So, dann haben wir drei Gleichungen. Und ich sage jetzt einfach mit den Gleichungen, dass ein Punkt mit seinen beiden Nachbarn, also der Punkt 1 hat ja den Punkt 0 und den Punkt 2 als Nachbarn, und die beiden Verknüpfungen sollen die Kraft von der Gravitation kompensieren. Das heißt, der Vektor hier plus der Vektor hier plus der Vektor hier soll 0 sein. Oder die sollen gleich sein. Das heißt, die Struktur soll gleich der Gravitation sein. Ich sage, ich habe eine Struktur, eine Topologie, und die soll gleich Gravitation, sprich gleich natürlich sein. So, das mache ich hiermit. Zack. Jetzt kann ich hier sagen Solution, Solve, bam, und dann sagt er mir, Y2 ist das, Y3, Q habe ich jetzt nicht definiert, vergessen. Also können wir es nochmal solven. Und dann haben wir jetzt hier für die Werte Y und das die Y jetzt gelöst, weil wir drei Variablen mit drei Unbekannten haben. Drei Gleichungen mit drei Unbekannten kann man lösen. So, und das ist das. Und das Einzige, was passiert ist, dass ich sage, meine Topologie, mein Traum ist natürlich. Dann. Das heißt, ich spreche über Form nicht. Das heißt, ich bleibe in der Nacht. Ich wache nicht auf. Ja? So, machen wir das Gleiche jetzt in der besseren Implementation, dass es variabel geht, dass die einzelnen Sachen, das kommt das Gleiche raus. Machen Graphen, setzen die Koordinaten. So, Elastizität. Die Funktionen automatisch, Funktionssysteme automatisch, Solution,
Tag, dann das ist Ergebnis. Wenn ich das jetzt zusammenfasse, alle diese Schritte, und jetzt einfach sage, es soll halt nicht mit 5, sondern mit 24 sein, dann habe ich das. Noch 2, 3, 120, also alles gar kein Problem, dann haben wir das. Ja, so geht es. Also es ist ein bisschen Handwerk. So, und dann ist nur das Intellektuelle ist, ich habe eine Topologie, also wie sind Dinge verknüpft, und ich sage gleich Natur. Und der Rest ist Handwerk. Das heißt, konzeptionell bleibe ich am Träumen. Die Form ist in der Nacht. Das würde ich sagen, ist Design. Keine Architektur. Architektur exponiert sich am Tag. Jetzt machen wir das mit zu 408 Elementen in drei Dimensionen. Das gleiche Spiel. Und das sieht dann so aus. Das ist, sind die Punkte. Hier haben wir den Graphen. Jetzt machen wir die Elastizitäten auf den Graphen. Das ist jetzt strenge Seile hier und in der Mitte. Die anderen sind sehr, sehr relativ elastisch. Das macht ein System aus 480 Gleichungen. Das ist das Gleichungs 100. Das ist die Gravitation, das Gleichungssystem für die Gravitation. Die beiden setzen wir jetzt gleich und solven das. Das sind die Regeln, mit denen ich die Grafik darstellen kann. So, und unsere Gravitation hat jetzt Wind, das war ein bisschen blöde vom letzten Mal. Geht also nur runter, deswegen ist das so ein bisschen verboostet. Und jetzt kann man den Wind wegmachen und lösen das jetzt wieder 480 und dann haben wir jetzt hier. Dann. So, das ist Form gleich Gravitation. Fertig. Ja? Mit Robotern habe ich Ihnen das schon mal gezeigt. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht machen, weil das kommt aufs Gleiche raus. Ich habe die Beweglichkeit von dem Roboter. Die Beweglichkeit von dem Roboter ist wieder ein Gleichungssystem. Ich setze das mit dem Artefakt gleich und dann bewegt sich der Roboter auf das Artefakt und damit fährt der Roboter das Artefakt ab. Ich sage nur Artefakt Form gleich Produktion. Und damit bin ich wieder nicht in der Form. Also delegiere es wieder an die Natur auf den zweiten Weg. Wollen Sie das eben kurz sehen? Das ist das Bewegungssystem für den Roboter. Translation, Rotation von dem ersten Teil, Rotation, Translation von dem zweiten, dritten und dann der Punkt Null. Das gibt den Endpunkt im Verhältnis zu dem Ankerpunkt von dem Roboter. Das ist die Struktur, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, das ist das Gleichungssystem für den Roboter. Das sind jetzt Parameter, damit setze ich jetzt die Winkel der drei Motoren. Das ist die Grafik für den Roboter, damit kann man das zeigen. Damit kann ich es manipulieren und dann haben wir jetzt den Roboter hier mit den drei Variablen. So. Und es geht immer nur Translation, Rotation, Translation, Rotation, bam, 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 dann. Gleichungssystem. Lineare Algebra. So, dann gibt es Constraints. Also weil das ja blöd ist, wenn der da sich unten runter geht. Das ist ja blöd hier. So, deswegen wird das hier ausgeschlossen. So, dann Parameter setzen wir hier. Und dann kann man jetzt sagen, ja, das ist blöde, weil das entspricht nicht dem. So, das gibt es so. Das geht nicht. So, jetzt sagen wir, ein Artefakt ist an einer bestimmten Stelle. So, das heißt, Artefakt ist hier, Roboter ist hier. Ja, und jetzt sagen wir nichts weiter als der Roboter soll das Artefakt sein. Und dann gibt er mir an, wie ich da hinkomme mit dem Roboter an das Artefakt. Dann sage ich, welches ist jetzt eine mögliche Position, dann ist das diese, show that, und dann ist er da. Eine Lösung von einem gleichen System. Sprich, Artefakt gleich Beweglichkeit der Maschine. Das ist wieder so ein Kurzschluss mit der Natur der Dinge. Also Funktion und Form sind kurzgeschlossen. So,
fertig. Und jetzt können Sie das dann mit vielen machen und dann haben die einen Roboter, der irgendwas macht. So, das ist kein, ich sage Ihnen, das ist kein technisches Problem. Also, das Problem ist für Architekten, das intellektuell hinzukriegen, was das heißt. Form gleich Funktion. Und darüber müssen wir reden können. Oder Form equals Gravity. Der Rest ist Kinder, also es ist Handwerk. Ja? Ich zeige Ihnen das, damit Sie verstehen, dass das kein Hirngespinst ist, was ich mache, was ich Ihnen da erzähle. Und das Problem ist, dass Sie aus dieser intellektuellen Auseinandersetzung mit dem, was passiert ist, rauskommen, wenn Sie sich im Verlauf dieser Werkzeuge verlieren. Das ist wirklich nur ein intellektuelles Problem und es sind wie Gedichte. Sie brauchen nur ein kurzes Ding machen und wenn Sie es haben, ist es da. Das verlieren Sie, wenn Sie den Pragmatiken eines Tools folgen. Ähnlich wie jetzt mit der Grammatik für Durand. Wenn Sie das versuchen mit CAD zu machen, das ist einfach, eigentlich macht das gar keinen Spaß. Ja? Das ist einfach so ein Rätsel, wie das zusammenpasst. So, das ist das im Prinzip, was ich Ihnen zeigen wollte. Die Übung sieht so aus. Ich werde Ihnen, machen wir das hier. Ich werde Ihnen so ein Bild geben von dieser Komplexität, also keine Kreise. Und dann möchte ich gerne, dass Sie mit Ihrem Computer, Sie können all diese ganzen Übungen, die Sie gemacht haben, diesen Code können Sie bereithalten, das heißt man auch noch mit Copy und Paste, können Sie sich etwas, ein Zahlensystem, es sind ja immer nur diese paar Zahlen da, so zusammenbauen, dass ich auf Ihrem Computer diese Grafik finde. Das heißt, Sie müssen jetzt anfangen zu lesen, was ist das hier? Welche Nummern, welche Proportionen hat das? Was ist der nächste Level? Dann haben Sie hier ein weiteres Grid drin. Und da sehen Sie jetzt, haben Sie hier wieder ein Grid drin, viermal das gleiche. In dem gleichen ist das hier und dann sind Sie schon bei den Elementen. Und dann können Sie das auszählen, wo steht das, welche Koordinaten, tippen das ein und fertig. Also was ich möchte ist, dass Sie, und das ist der Code, ist also nicht viel. Ja. Drei Level. So, und ich werde jetzt dann 3, 4 von diesen Dingern machen, mischen und ihnen verteilen. Und die Übung wird 20 Minuten dauern. Und wenn Sie uns das zeigen können, kriegen Sie gute Note. Wenn Sie unterwegs stecken bleiben, kriegen Sie eine schlechtere Note. So stelle ich mir das vor. Das heißt, Sie müssten üben, wie das mit diesen Regeln und diesen Grammatiken geht und welche Dynamik da drin ist und das ein paar Stunden üben und dann kriegen Sie das hin. Ich werde Ihnen keine üblen Fallen stellen an der Stelle. Ja? Das war's für heute. Haben Sie Fragen? Ist gut, ja? Gut, schöne Woche. Gute Zeit. Bis dann.